Frederik Gaffey, geboren 23.10.1982 in Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main, ledig Parkplatzwächter, seit dem 18. Februar 2010 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Aus bisher ungeklärtem Motiv rief der Angeklagte im Zeitraum zwischen August und September 2009 insgesamt 20 Mal bei Susanne Meisner in Fahrweide an und drohte ihr und ihren Angehörigen jedes Mal mit dem Tod, sollte sie mit ihrer Familie nicht verschwinden. Am 30. Oktober 2009 begab sich der Angeklagte zum Haus der Familie und fütterte deren Hund über den Gartenzaun mit Fleisch, das mit Schneckenkorn versetzt war, woraufhin das Tier kurze Zeit später qualvoll verendete. Am 23. November 2009 erschlug der Angeklagte die Hauskatze der Familie und hing das tote Tier mit einem Strick um den Hals im Garten des Hauses auf. Wiederum aus ungeklärtem Motiv schlich sich der Angeklagte am Abend des 18. Februar 2010 in den Garten der Familie und schoss mit einem Präzisionsgewehr vom Typ Heckler & Koch MSG 90 Kaliber 7,2 62 mm, für das er keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß, auf Florian Meisner, den 23-jährigen Sohn von Susanne Meisner. Weil jedoch dessen Freundin Ledida Malay zum Zeitpunkt des Schusses aufstand und vor Florian Meisner trat, wurde die 19-Jährige von dem Projektil in der linken Brust getroffen und verstarb unmittelbar an Pumpversagen des Herzens. Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Der Angeklagte wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung und unerlaubtem Führen einer Schusswaffe sowie der versuchten Nötigung in 20 Fällen in Tateinheit mit Nachstellung sowie zweier Sachbeschädigung jeweils in Tateinheit mit einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz beschuldigt, strafbar gemäß § 211 Absatz 2. Herr Gaffey, die Anklage haben Sie gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ich würde eigentlich vorher lieber noch mal mit Ihnen über den Deal sprechen. Über welchen Deal denn? Ich habe vorhin mit der Frau Staatsanwältin gesprochen und sie hat gesagt, wenn ich ein umfassendes Geständnis abliefere, dann lässt sich vielleicht über mein Strafmaß verhandeln. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie Ihre Fantasien bezüglich dieses Deals sofort vergessen können, weil ich mit Ihnen nicht verhandle. Es geht hier um Mord. Gut, das hatte ich anders verstanden, aber ich habe ja mittlerweile noch Zeit. Vielleicht überlegen Sie sich in der Zwischenzeit anders. Ich habe so viele Beweise und Spuren, ja, dass es sowieso zu einer Verurteilung kommen wird. Ja? Sie können sich überlegen, ob Sie Ihr Motiv nennen wollen oder nicht. Das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Da wäre ich mir an Ihrer Stelle mal gar nicht so sicher. Und ich erinnere Sie nun mal daran, dass mein Mandant für zwei der ihm vorgeworfenen Taten ein Alibi vorweisen kann, Frau Staatsanwältin. Großartig. Ganz genau. Vielleicht werde ich diesen Saal ja heute sogar als freier Mann verlassen. Ja, weshalb waren Sie dann nur und so interessiert? Und ab jetzt bin ich ganz... Na gut, wie Sie wollen. Dann setzen Sie sich bitte zu einem Herrn Verteidiger. Susanne Meisner, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Ist ja auch gut, das reicht nicht zusammen. Frau Meisner, setzen Sie sich bitte hier in die Mitte. Warum tun Sie mir und meiner Familie das an? Frau Meisner. Sie haben mein Leben zur Hölle gemacht. Frau Meisner, setzen Sie sich bitte in die Mitte hier. Wissen Sie überhaupt, was das bedeutet? Jede Sekunde Angst zu haben? Frau Meisner, Sie werden so keine Antworten bekommen jetzt. Setzen Sie sich einfach mal hin, bitteschön. Entschuldigen Sie bitte, aber meine Nerven liegen total blank. Ja, das merke ich gerade. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich frage mich die ganze Zeit, warum er das tut. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir eine Antwort darauf finden, aber so finden Sie es nicht. Lassen Sie mich Fragen stellen, dann werden wir vielleicht Antworten finden, ja? Und jetzt habe ich Fragen an Sie und zuvor muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugen hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Sie heißen Susanne Meisner, 44 Jahre alt, Sie wohnen in Fahrweide, sind geschieden, Klavierbauerin, verwandt oder verschwägert, sind Sie nicht mehr im Angeklagten? Nein, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Ich habe ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und trotzdem terrorisiert er uns schon seit Monaten. Gut, damit sind wir schon bei den ersten Tatvorwürfen. Der Angeklagte soll Sie ja über Monate hinweg mehrfach telefonisch belästigt haben. Ich erinnere mich noch genau an den ersten Anruf. Es war Ende August. Ein herrlicher Sommerabend. Ich saß mit meiner Familie draußen auf der Terrasse. Und dann kam der Anruf. Was hat der Anrufer gesagt? Zuerst hat er mit einer heiser, klingenden, flüsternden Stimme gefragt, ob ich Susanne Meisner wäre. Ich dachte zuerst, da ist ein Perverser dran, weil die Stimme eben so merkwürdig klang. Was hat denn der Anrufer jetzt wirklich gesagt? Es war immer dasselbe. Verschwinde mit deiner Familie, hör auf mich und wenn du es nicht tust, werde ich dich und deine Familie töten. Und dann wurde aufgelegt. Und ab dem Abend war das immer wieder der gleiche Spruch. Haben Sie die Polizei eingeschaltet? Nein, zuerst nicht. An dem Abend habe ich mir noch eingeredet, dass sich da irgendwer einen dummen Scherz erlaubt. Erst nach dem fünften Anruf habe ich dann die Polizei informiert. Ja, und die Beamten haben ja dann anhand einer Fangschaltung, die sie eingerichtet haben, in der Zwischenzeit ermittelt, dass diese Drohanrufe aus verschiedenen Telefonzellen in Fahrweide gekommen sind. Ja, aber kaum war die Fangschaltung eingerichtet, ist nichts mehr passiert. Ich war schon erleichtert, weil ich dachte, ich hätte das jetzt ausgestanden.
im Leben wäre ich nicht draufgekommen, dass das erst der Anfang von dem ganzen Terror war. Haben Sie denn jemand von dieser Fangschaltung erzählt? Ja, ein paar Leuten aus dem Dorf. Irgendwie muss er das wohl mitbekommen haben. Frau Meißner, ich zeige Ihnen da mal was an der Landkarte da drüben. Mein Mandant, der wohnt in Frankfurt. Das ist über 450 Kilometer weit weg von Ihrem Ort Fahrweide. Er kennt keinen Menschen in Ihrem Dorf. Wie soll er das denn bitte schön mitbekommen haben? Das weiß ich doch nicht. Fragen Sie ihn doch oder spricht er mit Ihnen auch nicht? Oh doch, er spricht mit mir. Und er hat mir ganz klar gesagt, dass er Sie nicht terrorisiert hat. Ja? Er hat keinerlei Verbindung zu Ihnen und zu Ihrem Ort Vorweide. Und ich bitte Sie, das ist doch undenkbar, dass er immer extra, um zu telefonieren, diese 450 Kilometer von Frankfurt nach Vorweide, da extra immer hingefahren ist, um bei Ihnen Anrufe zu tätigen. Er hat diese Anrufe von den Telefonzellen nicht gemacht. Er muss das aber gewesen sein. Er war das mit den ganzen Anrufen. Und er hat auch meine Katze und meinen Hund auf dem Gewissen. Bleiben wir mal kurz noch bei den Anrufen. Wie viele von diesen Doe-Anrufen haben Sie insgesamt bekommen? Bestimmt mindestens 20. Und nach den Doe-Anrufen? Sie haben es ja schon angedeutet, was ist da dann noch passiert? Ich weiß doch, am 30. Oktober, da lief ich hinaus in den Garten, weil ich meinen Hund so winseln hörte. Als ich bei ihm war, lag er da, hatte Schaum vor dem Maul, konnte sich nicht mehr bewegen. Ich habe sofort Dr. Volkner angerufen. Ja, und der Tierarzt Dr. Volkner, der hat zwar alles versucht, ihren Hund Rocky zu retten, aber leider ohne Chancen. Ne? Er hat allerdings festgestellt, dass Rockys Fleisch, mit dem er gefüttert wurde, offensichtlich mit Schneckenkorn versetzt war. Und das hat das Tier letztendlich auch getötet. Und was ist interessant bei dieser Aussage? Dass die Spurensicherung ausgerechnet in der Garage des Angeklagten genau eine Packung dieses Schneckenkorns festgestellt und gefunden hat, ja, das an Rocky verfüttert wurde. Ist. Frau Staatsanwältin, mein Mandant hat tatsächlich Schneckenkorn besessen. Allerdings wie zig andere Menschen auch. Das ist bestimmt kein Zufall, das weiß ich genau. Meine Katze Minka hat er genauso auf dem Gewissen. Keine 5 Tage später war auch meine Katze tot. Ja, und ihre Katze wurde ja zuerst erschlagen und dann anhand eines Strickes in ihrem Garten aufgehängt. Das ist so grausam. Jetzt kommen wir zum Abend des 18. Februar. Was ist da genau vorgefallen? Ich war um 9:30 etwa mit Lasko, meinem Jagdhund, draußen. Nachdem Rocky und Minka nicht mehr waren, habe ich mich so einsam gefühlt und habe es nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich mir Lasko zugelegt. Mhm. Er sollte mich beschützen. Und wo waren Sie mit dem Hund spazieren? Hinter unserem Haus gehen direkt die Felder los. Ich bin an dem Abend bestimmt 4 Kilometer gelaufen mit ihm. Aber den Schuss habe ich trotzdem gehört. Der fuhr mir durch Mark und Bein. Und irgendwie wusste ich sofort, dass bei uns zu Hause wieder etwas passiert ist. Und ich dachte, Florian und Ledina sind alleine zu Hause. Ich lief so schnell ich konnte zurück, aber es hat eine Ewigkeit gedauert. Und von Weitem konnte ich schon die Blaulichter der Polizeiautos sehen. Da ist mir fast das Herz stehen geblieben. Dann kam mir auch noch ein Leichenwagen entgegengefahren. Und ich hatte einfach nur noch panische Angst um meinen Sohn. Allerdings hat der Schuss nicht ihren Sohn, sondern seine Freundin Ledina Malai getroffen. Ja, Florian war erst ein paar Monate mit ihr zusammen. Das ist so schrecklich, was passiert ist. Aber in dem Moment habe ich einfach nur an meinen Sohn gedacht. Und als ich ihn dann mit der Tür stehen sah, war ich einfach nur erleichtert, dass er lebt. Es ist schrecklich, dass Ledina in unserem Haus gestorben ist. Ich kann es bis heute noch nicht fassen. So leid es mir für das Mädchen tut, aber es gab dabei ihr einige Ungereimtheiten. Ich halte es durchaus für möglich, dass Ledina Malai deshalb sterben musste. Wussten Sie, dass sie albanische Staatsbürgerin war und kein Visum hatte? War Ihnen das bekannt? Nein. Ledina Malai hatte Probleme, Schwierigkeiten, die Sie nicht mal erahnt haben. Aufgrund der Tatsache, dass sie eben als Illegale hier in Deutschland war. Nein, der Anschlag galt meiner Familie. Und dieses arme Mädchen war leider nur zum falschen Zeit am falschen Ort. Das bestätigt auch die Spurenlage am Tatort. Es ist davon auszugehen, dass der Angeklagte ihren Sohn töten wollte. Beziehungsweise erschießen wollte, um genauer zu sein. Wir wissen, dass der Angeklagte sich hier versteckt hat und mit seinem Präzisionsgewehr gelauert hat. Das wissen wir aufgrund der Fußspuren, die wir hier hinter der Hecke gefunden haben und aufgrund der Patronenhülse, die wir hier auch sichergestellt haben. Aufgrund dessen konnte das eindeutig rekonstruiert werden. Der Angeklagte hat mit seinem Präzisionsgewehr
auf das Wohnzimmerfenster gezielt und gewartet, bis ihr Sohn Florian Meisner in eine perfekte Schussposition gelaufen kommt. Ja? Aber ausgerechnet im Moment des Schusses ist anscheinend Ledina Malai in die Schussbahn gelaufen, ja? Was der Angeklagte, weil er durch sein Zielfernrohr blickte, nicht rechtzeitig erkannt hatte. Und so kam es, dass Ledina der Schuss getroffen hat, der sie dann tödlich verletzte. Ich weiß genau, dass der Anschlag meinem Sohn gegolten hat. Immerhin hat der Typ ja schon seit Monaten angekündigt, dass er mich und meine Familie umbringen wird, wenn wir nicht verschwinden. Sagen Sie mir doch endlich, warum? Tja, vom Angeklagten scheinen wir heute dazu nichts zu hören. Ich hoffe trotzdem, dass er für immer eingesperrt wird. Ich kann Sie wirklich verstehen, irgendwo, dass Sie eine Verurteilung meines Mandanten wünschen. Aber ich bin überzeugt davon, dass hier der falsche Mann vor Ihnen sitzt. Mein Mandant ist nicht derjenige, der Sie da monatelang terrorisiert hat. Sagen Sie mal, was ist eigentlich mit Ihrem zweiten Ehemann, von dem Sie sich vor 3 Jahren haben scheiden lassen? Jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit Manuel. Das ist ja ewig her. Ja, das ist vielleicht ewig her, aber vielleicht noch lange nicht vorbei. Schauen Sie mal, immerhin sitzt Ihr geschiedener Ex-Ehemann in einer Wohngruppe für psychisch Kranke. Und das ist gerade mal 40 Kilometer von Ihrem Heimatort entfernt. Und er hat doch nach der Trennung immer wieder Probleme gemacht. Ist das nicht eine Möglichkeit? Aber das war vor Jahren. Das ist ewig vorbei. Was gab es denn damals für Probleme bei der Trennung? Mein zweiter Mann war einfach irgendwie schwierig. Und ich glaube auch, dass er Probleme gehabt hat mit Beziehungen und mit Verlustängsten. Ich habe das aber, als ich ihn kennengelernt habe, nicht mitbekommen. Und klar hat er Ärger gemacht und hat genervt, weil er mich zurückhaben wollte. Aber das ist Jahre her. Ich habe schon seit Jahren nichts mehr gehört von Manuel. Es gibt nicht den Hauch eines Hinweises, Herr Kollege, ja, dass der Ex-Mann von Frau Meisner irgendetwas mit dieser Sache zu tun hat. Das sehe ich anders. Und deshalb habe ich den Mann auch als Zeugen laden lassen. Ja, gut. Gut. Dann hören wir uns halt an. Im Moment jedenfalls keine Fragen mehr an die Zeugin. Danke, Frau Meisner. Nehmen Sie mal hinten Platz. Wir reden mal mit Ihrem Nachbarn Ingo Webmann. Und die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Webmann, guten Tag. Nehmen Sie einfach mal hier Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Sie heißen Ingo Webmann, 47 Jahre. Sie wohnen in Fahrweide, sind verheiratet, Schlosser, nicht verwandt oder verschwägert. Und Sie wohnen ja neben der Familie Meisner, die vom Angeklagten bedroht worden sein soll. Haben Sie irgendwas mitbekommen von Bedrohungen? Ja, natürlich. Ich meine, man lebt ja seit Jahren Tür an Tür und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich war im Grunde von Anfang an in der Entwicklung dabei, war unschlüssig, was ich tun sollte, aber habe mich dann entschieden, von Anfang an Augen und Ohren offen zu halten. Und das haben Sie dann auch gemacht? Ja, natürlich. Susanne hat mir ja die schlimmen Sachen erzählt, von den Drohanrufen, von dem vergifteten Hund und all diesen Sachen. Und dann habe ich ihr auf jeden Fall empfohlen, wenn sie etwas Seltsames bemerkt, auch sofort die Polizei zu alarmieren. Nur ich fühlte mich auch ein bisschen unwohl, als ich darüber anfing, nachzudenken über die Gründe, weswegen das alles passiert. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie meinen Sie das? Ja, ich meine, nicht nur die Leute im Dorf machen sich Gedanken, sondern ich auch. Und man fragt sich natürlich, warum wird die Familie Meisner so terrorisiert? Ich meine, sowas macht einer nicht einfach ohne Grund, einfach mal so. Doch, sonst würde er ja sagen, warum er es tut. Ich habe es anders gehört. Da liegt ja einiges im Argen bei der Familie Meisner. Wenn wir mal anfangen beim Sohn, der da so mit komischen Parkhund mit Ausländern rumlungert. Und sag mal, bist du jetzt unter die Nazis gegangen? Ach. Man muss doch kein Nazi sein, wenn man sich über fragwürdige Gestalten in der Nachbarschaft seine Gedanken macht und seltsame Leute, die mit dem Sohn zusammenhängen. Und dann allein schon dein Ex-Mann, der hat ja auch nicht mehr alle Latten am Zaun, ja, sitzt in der Psychiatrie. Sag mal, auf welcher Seite stehst du überhaupt? Du weißt ganz genau, dass das alles nicht stimmt, dass das Gerüchte sind. Ich mache mir einfach Gedanken und ich glaube, dass da vielleicht irgendein dunkles oder seltsames Geheimnis verborgen liegt. Naja, glauben, aber was Konkretes wissen Sie offensichtlich nicht. Aber ich frage Sie was Konkretes. Haben Sie den Angeklagten schon mal in Fahrweite gesehen? Ja, natürlich. Nicht nur einmal. Das erste Mal war 2 Tage vor Allerheiligen. Und da lungerte diese Gestalt im Dorf herum. Ich habe ihn einfach so zur Kenntnis genommen, weil Fremde dort selten sind. Habe mir aber nichts weiter dabei gedacht, habe ihn mir aber einfach gemerkt. 2 Tage vor Allerheiligen, sagen Sie, es wäre der 30.10. Das ist der Tag, an dem der Hund von Frau Meisner vergiftet wurde. Ja, das ist richtig. Und Sie sagen, Sie haben ihn öfter gesehen, war ja, noch? Ja, es ging noch weiter. Ich weiß nicht mehr genau, ob das Datum stimmt, aber ich schätze mal, es war Anfang September, 5. September und noch ein wiederholtes Mal am 14. September, wenn ich es richtig zusammenbekomme. An beiden Tagen, an genau den beiden Tagen, hat Frau Meisner Drohanrufe aus einer Telefonzelle in Fahrweide bekommen. Wo haben Sie den Angeklagten denn genau gesehen? Ja, ich
habe ihn nicht in der Telefonzelle gesehen, falls Sie das meinen, aber der lungerte so vor der Post herum. Er schien zwar verdächtig, aber hat nicht wirklich irgendwas gemacht, das meldepflichtig wäre. Also ich hätte mich ja dann sonst auch an die Behörden gewandt, aber ich habe es einfach im Gedächtnis behalten. Ja, und am 18. Februar? Ja, stimmt. Der 18. Februar, das weiß ich noch sehr gut im Gedächtnis. Das war nämlich folgender Zusammenhang. Ich war an dem Abend bereits zu Hause, es war ungefähr 22 Uhr. Ich habe im Wohnzimmer gesessen, habe ein bisschen Fernsehen geguckt und dann fiel mir ein, dass ich draußen im Auto noch Einkäufe liegen hatte im Kofferraum. Dann bin ich raus und wollte die holen und habe mich geärgert darüber, dass meine Außenbeleuchtung zu dem Zeitpunkt auch defekt war. Aber es stellte sich heraus, dass das eigentlich doch eine gute Sache war, dass ich da im Dunkeln gestolpert bin. Wieso eine gute Sache? Dadurch, dass ich im Dunkeln unterwegs war, hat man mich natürlich von außen nicht sehen können. Mhm. Und kaum war ich draußen, hörte ich auch vom Nachbargrundstück bei den Meißners ein Hüsteln und irgendwelches Knacken von Ästen. Und da ich ja ohnehin in Alarmbereitschaft war, wenn es um das Nachbargrundstück ging, habe ich mich dann einfach an meinen Zaun gestellt und habe diesen Mann beobachtet. Die Staatsanwaltschaft hat da so eine Skizze gefertigt. Vielleicht zeigen Sie mal anhand der Skizze, ja, was Sie da drüben gesehen haben. Also meine Garage ist hier, ich bin hier rausgegangen. Normalerweise ist hier ein Licht, das war aus. Dieser Bereich blieb dunkel und dann hörte ich von hier, dass da irgendwas passierte. Bin dann langsam hier entlang gegangen und sah dann hier in dem Bereich, etwas weiter nach da würde ich schätzen, eine Person stehen, schwarz, maskiert. Und der hatte irgendwas in der Hand. Ich habe dann einfach darauf geachtet und sehe mit Entsetzen, ja, dass die Person ein Gewehr in Richtung von diesem Wohnzimmerfenster gerichtet hat. Haben Sie die Person erkennen können? Nein, es war absolut dunkel. Die Person war ja auch maskiert. Und ich sah dann, wie der arme Junge, der Florian, da hin und her ging im Zimmer. Und kurze Zeit später, bevor ich überhaupt nachdenken konnte, fiel auch schon sofort ein Schuss. Ja. Und dann ist mir natürlich das Herz in die Hose gerutscht, so kann man sagen. Die Person, was hat die dann gemacht nach dem Schuss? Ja, das war nämlich interessant. Ich habe gesehen, wie er den Gegenstand, das heißt vermutlich das Gewehr, natürlich was anderes kann es sein, ziemlich weit hier in die Richtung warf. Ich glaube so weit, dass es sogar in den Bach gelandet ist. Und ich habe nicht lange nachgedacht. Ich bin einfach aufgesprungen, habe mir einen Holzscheit gepackt und ein Seil, was ich hier vorne liegen habe. Und habe ihn dann hier an der Ecke, weil er rannte von hier nach da weg und ich bin von hier nach da aus dem Dunkeln herausgesprungen. Habe zum Glück die Person überraschen können, habe ihn sofort eins übergezogen mit dem Holzscheit, dann fiel er hin. Dann habe ich ihm noch eine verpasst und dann war er bewusstlos. Dann habe ich ihn mir gepackt und hier vorne an dem Betonpfeiler, das sieht man hier nicht, zwischen den Grundstücken ist ein Betonpfeiler, habe ich ihn dran gefesselt und bewegungsunfähig gemacht. Ja, und der Angeklagte hat die Waffe offensichtlich zurückgelassen, weil er davon ausging, dass man sie nicht mit ihm in Verbindung bringen kann, weil sie ohne Spuren war und auch nicht registriert war. Und die Herkunft ließ sich bis heute auch nicht klären. Und Sie, Herr Webmann, sind dann todesmutig einem Mann hinterhergelaufen, der eben auf das Nachbarhaus geschossen hatte. Hatten Sie da keine Angst? Naja, was heißt todesmutig? Ich meine, in solchen Momenten denkt man nicht viel nach und Zivilcourage liest man immer mal in der Zeitung, aber das sind Momente, wo man sie umsetzen kann. Und ich sah, dass die Person die Waffe weggeworfen hatte und hatte ja auch meine Utensilien dabei, also bin ich nicht einfach wehrlos dem begegnet. Und das Seil und das Holzscheit, das hatten Sie einfach hatten Sie so das dabei? Auf einmal hier? Ja, das ist ja kein Zufall. Ich habe hier vorne mein Brennholz gelagert. Wenn ich das hole, dann lege ich das hier ab, damit ich das nicht mehr weit tragen muss. Und dort lag dann der Holzscheit und auch daneben das Seil. Gut, Sie können sich widersetzen. Und Sie haben dann auch die Polizei informiert? Nein, ich bin, nachdem ich die Person handlungsunfähig gemacht hatte, sofort ins Wohnzimmer gerannt von den Meißners. Und dort hockte der arme Junge und war vollkommen erledigt, hielt seine tote Freundin im Arm und weinte. Und ich sah das Telefon neben ihm liegen und dann habe ich ihm unterrichtet, dass ich den Angreifer gestellt habe und dass der draußen war. Und daraufhin ist der Florian sofort rausgerannt und hat die ganze Zeit geschrien und geschrien. Und dann ist er einmal mal zusammengebrochen und lag da kümmerlich und hat geweint. Ja. Ja, und nachdem die Polizei gekommen ist, haben die Beamten dann auch tatsächlich hier an dieser Stelle einen gefesselten und maskierten Mann gefunden. Und bei diesem Mann handelte es sich um keinen geringeren als um Frederik Gaffal. Und natürlich haben dann die Kollegen sofort alle spurentechnischen Maßnahmen ergriffen und dabei festgestellt, dass sowohl an den Handschuhen als auch an der Jacke von Herrn Gaffal Schmauchspuren waren. Was eindeutig darauf schließen lässt, dass er kurz vor seiner Festnahme geschossen haben muss. Und an diesen Schuhen hing noch die Erde des Gartens von der Familie Meißner. Und was wir auch noch feststellen konnten, ist, dass die Fußabdrücke bzw. die Schuhabdrücke
eindeutig mit denen übereinstimmen, die wir hinter der Hecke gefunden haben. Und ich möchte noch gerne auf das Präzisionsgewehr zu sprechen kommen, das Sie da vorne liegen haben, Herr Vorsitzender. Dieses Präzisionsgewehr haben wir aufgrund der Zeugenaussage von Herrn Webmann hier gefunden, in diesem Bachlauf. Und laut ballistischem Gutachten hat sich eindeutig ergeben, dass das Projektil, mit dem Ledina Malai getötet wurde, eindeutig aus dieser Waffe stammt. Und auch die Hülse, die wir hier hinter der Hecke gefunden haben. Und das beweist, dass der Angeklagte, so wie ich es gesagt hatte, hinter der Hecke stand und mit diesem Gewehr geschossen hat. Ja, das ist eine klare Sache. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen, aber es kann wohl er sein. Ja, und jetzt sollten Sie auch langsam mal einsehen, Herr Gaffal, dass es überhaupt nichts bringt, sich hier rauszureden. Also so eindeutig, wie Sie sich das hier zusammenreimen mit Ihren Beweisen, ist die ganze Sache doch nicht. Ach so, und dafür mussten Sie sich jetzt so lange besprechen, oder was, ja? Sie wollen doch unbedingt wissen, warum Ihnen diese ganze Sache widerfahren ist. Hm? Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, Sie würden doch noch mal drüber nachdenken, mit mir über das Strafmaß zu verhandeln, weil wenn ich meine ganzen Karten auf den Tisch lege, dann sieht der Fall ganz anders aus. Und dann werden einige Leute in diesem Raum große Augen machen und Frau Meißner vielleicht allen voran. Warum sagen Sie nicht endlich, warum Sie das getan haben? Ja, jetzt legen Sie doch Ihre Karten auf den Tisch, aber so viel sage ich Ihnen. Unter den Voraussetzungen werde ich nicht mit Ihnen verhandeln. Wenn Sie die Frau Meißner hier hinten noch instrumentalisieren und mit ihrer Angst und all dem spielen, nee, so nicht. Den Auftrag zu dem Mord habe ich von Bamir Bogdani erhalten. Wen sollten Sie töten? Florian Meißner. Wer ist dieser Bogdani überhaupt? Ich kenne diesen Mann nicht. Aber Ihr Sohn kennt ihn. Mein Sohn ist ein braver Student und er kennt mit Sicherheit keine Leute, die andere umbringen lassen. Ihr Sohn kennt Bamir Bogdani und er schuldet ihm 100.000 Euro. 100.000 Euro? Niemals! Doch. Jetzt mal eins nach dem anderen. Wie hat Ihr Auftrag genau ausgesehen? Mein Auftrag lautete, Florian Meißner aus Verweide so schnell wie möglich zu töten, weil er Bamir 100.000 Euro schuldet. Niemals! Das muss eine Verwechslung sein. Das war keine Verwechslung. Das Einzige, was ich verwechselt habe, ist, dass ich das Mädchen anstatt dem Jungen getroffen habe, weil sie mir in den Schuss gelaufen ist und ich sie durch die Zieloptik nicht gesehen habe. Sagen Sie mal, wie kaltblütig sind Sie eigentlich? Sie erzählen das hier gerade, als hätten Sie im Supermarkt versehentlich Bananen statt Birnen eingekauft. Ist eben so passiert. Ich glaube das alles nicht. Sie lügen doch. Sie erfinden das alles hier nur, um nicht die Wahrheit sagen zu müssen. Sagen Sie es doch endlich. Das ist leider die Wahrheit. Da können Sie ja gerne Ihren Sohn fragen. Ja, das ist eh der nächste Zeuge. Noch Fragen an den Herrn Webmann? Keine Fragen. Bleiben Sie unvereidigt. Nehmen bitte hinten Platz.